Und ich werde das auch immer so machen, dass ich immer Level für Level immer ein Part aufnehmen werde. Deswegen wird es immer unterschiedlich sein mit der Länge des Parts. Es kann ein kurzer Part sein, ein mittelgroßer Part oder es kann auch ein langer, langgezogener Part sein, ne? Also lasst euch immer überraschen. Und jetzt beginnen wir mit der eigentlichen Kampagne, mit dem Ödland. Adjutant online. Guten Abend, Magistrat. Hier die letzten Neuigkeiten. Aufgrund der kürzlich erfolgten Zerstörung der Kolonie Chausara durch die Protoss hat der Flugverkehr konföderierter Schiffe innerhalb des Systems erheblich zugenommen. Die Konföderation hat die Sicherheitsvorkehrungen in allen entfernteren Systemen verschärft. Und es ist durchaus möglich, dass auch diese Kolonie geschlossen wird. Während Sie beim Essen waren, erreichte uns eine verschlüsselte Übertragung von der Konföderation. Hier die Wiederholung. Guten Tag, Magistrat. Ich bin General Edmund Duke von den konföderierten Streitkräften, Alpha Squadron. Die Konföderation hat den gesamten Planeten unter Quarantäne gestellt. Die Operation wird in 48 Stunden abgeschlossen sein. Sie werden sämtliche Kolonisten hinaus in die Ödlandgebiete schicken. Ich weiß, dass es mit dieser neuen Anordnung keine Probleme geben wird. Ende der Übertragung. Ich habe bereits Kontakt zum hiesigen Marshall aufgenommen, James Rayner. Rayner hat sich bereit erklärt, ihr Personal unterwegs zu treffen und zum neuen Treffpunkt zum Ödland zu begleiten. Ja, also, was müssen wir jetzt hier tun? Rayner suchen, eine Kaserne bauen und 10 Space Marines ausbilden. Okay. Es leckt hier ein bisschen. Ich sehe es schon. Weil ich wieder mit Fabs aufnehme. Aber das ändert sich gleich. Hoffentlich. Ich glaub's einfach nicht, dass die uns in die Wüste da rausschicken. Die Konföderation denkt echt, die könnte alle Leute einfach so rumschubsen. Ja, das geht doch gar nicht. Also bis gleich. So, also ich habe gerade offscreen nochmal kurz die FPS-Zahl von Fabs ein bisschen runtergestuft, damit es nicht so extrem rumlaggt. Tut mir leid. Oh, soll ich ballern, Sir? Und dann wollen wir mal zum Stützpunkt erstmal marschieren. Los geht's! Also jetzt beginnt die Kampagne wirklich. Wahnsinn. Und hier sind Skelette. Jetzt geht's rund. Paar Skelette. Los geht's. Und da wird wohl Jim Rayner sein. Ja. Hallo Männer, ich bin Jim Rayner, der Marshall hier. Lasst euch von den dämlichen Konföderierten da hinten nicht an den Karren fahren. Ich würde sagen, denen hat die Hitze ein bisschen das Gehirn gegrillt. Also, wenn ihr soweit seid, dann mal Abmarsch. Das war jetzt übrigens ganz normal, dass man den restlichen Text hier nicht lesen konnte. Irgendwie ein Fehler von den Entwicklern. Und Jane Rayner ist natürlich auch ein Held. Es gibt ja auch wieder Helden. Panzerung ist 3. Und er greift mit Splittergranaten an. Und wir können sogar sogenannte Spinnenminen legen, die 125 Schaden verursachen, wenn ein Gegner drauf tritt. Jo. Sehr nett. Backer, dass hier wieder ein paar Zecklinge mitmachen. Das könnte gut werden. Okay. Verstanden. Erstmal die ganzen BBF. BBF abflugbereit, Sir. Dann baue ich erstmal ein Depot. Halbzeit, alles fertig. Und ich lege schon mal so irgendwo Spinnminen. Hört sich gut an. So. Und am besten hier auch nochmal. Ja, und so sieht das halt aus, wenn er eine Mine auf dem Boden einbaut. Ha, ein schönes Knackgeräusch. Das könnte gut werden. Okay. Dann mal los, Commander. Dann wollen wir hier mal ein bisschen die Karte gut ab. Na klar. Gut. Aber klar. Also die Helden sind natürlich auch stärker als die normalen Einheiten hier, ne? Ist genauso wie halt bei Warcraft 2 und 3. Hört sich gut an. Ja, die Berge da können wir leider nichts machen. Obwohl, ne, ihr seid jetzt gerade hier unten, dann könnt ihr einfach den Teil hier aufdecken.
sich gut an. Sind hier noch ein paar? Ja. Das könnte gut werden. Ha, schön. Die Blutanimation hier. Finde ich super. Hört sich gut an. Das könnte gut werden. Okay. Na klar. Hört sich gut an. Also, das ist natürlich nur der Anfang, ne? Hört sich gut an. Der jetzt noch ein bisschen trocken ist. Aber je weiter wir kommen, desto interessanter und besser und actionreicher wird es auch. Glaubt mir. Wir werden hier noch unseren Spaß haben mit dem Spiel. So. Alles klar. Los, Commander. Rainer hier. Ich warte noch ganz kurz, bis da eine Space Marine auch da ist. Hört sich gut an. Na klar. Das könnte gut werden. Hört sich gut an. Na klar. Hört sich gut an. Die Space Marines, die können auch noch was tun. Na klar. So. Okay. Und das war's auch. Verstanden. Dann noch schnell eine Kaserne bauen. Noch 5 Space Marines ausbilden und dann haben wir das Level auch schon geklappt. Alles fertig. In diesem Gebäude können Infanterieeinheiten wie zum Beispiel Space Marines ausgebildet werden. Jawohl. Los geht's. Worauf soll ich ballern, Sir? Oh, die verteile ich noch ein bisschen. Wahnsinn. Und fertig sind wir mit dem Level. Commander, Commander, kann's kaum noch erwarten. Jawohl. Glückwunsch!